Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Let's Go Evoli. Bewertet diese Folge und um keine Folge zu verpassen, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Dann viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Let's Go Evoli. So, jetzt knöpfen wir uns erstmal dieses fette Relaxo, das eigentlich voll im Weg ist und ja. Das Pokémon schläft tief und fest. Möchtest du es auf der Pokéflöte spielen? Ja, ich möchte auf der Pokéflöte spielen. Ich spiele meine Runde. Es ist aufgestanden. Relaxo ist aufgewacht. Relaxo schaut dich mit hungrigen Augen an. Blöd! Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Als ich dir die Pokéflöte gegeben habe. Oh ja, sieht so aus, als käme ich genau im richtigen Augenblick. Es geht nämlich auf dem Relaxo. Wenn ein Relaxo aufwacht, hält es das erste, was es sieht, für Nahrung und stützt sich auf dich. Glaub mir, sowas kann übel senden. Deshalb solltest du versuchen, es so schnell wie möglich zu besänftigen. Und zwar indem du gegen es kämpfst. Sobald du es besiegt hast, beruhigt es sich wieder und lässt sich wieder gewohnt fahren. Okay, dann fange ich mal. Belep. So, Relaxo, du bist schon mal geschwächt. Fokussiere. Ich glaube, das dauert mir dann etwas zu lange, deshalb werde ich ihn cutten. So, Relaxo wurde mal endgültig besiegt. Nun kann ich es mit normalem Pokéball fangen. Und das machen wir einfach mal. Dieses fette Haustier. Ist es beim ersten Mal drin? Nö. Ja, das wird ein bisschen länger dauern. Also werde ich es wieder cutten. Okay, Relaxo ist drinnen. Genau beim Versuch. Ja, und das hat mein Bisaflora in des Kampfes geschnitten. Das könnt ihr leider nicht sehen, da ich da das Video geschnitten habe. Ich glaube, das stört euch nicht. Auf jeden Fall, mein Pokémon ist tot. Gute Arbeit, Red. Das war beeindruckend. Du wirst immer mal wieder Pokémon wie Relax begegnen, die dich unvermittelt angreifen. Stell dich ihnen zum Kampf und besiege sie erst, dann kannst du sie fangen. Verstanden? Erst besiegen, dann. Also dann, ich mache mich wieder auf den Weg. Adios, alter Mann. Puh, ich könnte jetzt hier entlang gehen, aber ich nehme die andere Seite. Also sehen wir uns gleich wieder. Wieder in Prismania City. Aber zuerst muss ich meine Pokémon heilen, bevor ich überhaupt die Route betrete, die ich möchte.
wieder lauter Pokémon-Trainer. Aber die Route ist eigentlich ganz in Ordnung. Normalerweise hat man da das Rad benutzen müssen, um diesen Pass zu passieren. Also in Wirklichkeit ist das die Radfahrstraße. Ne, und die haben sich jetzt einfach zu einem Gehweg ummontiert. Da geht's mal richtig. Nee. Nee. Wieder ein fettes Relaxo. Digga, willst du mich trollen? Nicht mal diese Flora runterhauen. So, und das werde ich mal wieder schneiden. Viel Spaß. Oh, dieses Pokémon wird jetzt auch gefangen, du kleines dickes Wänzchen. Nein, du bist XXL. Ich möchte dich haben. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Also? Also, es ist geflüchtet. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es gehen und stapfen die Berge zurück. Ich will dich doch fangen. Oh Mann! Zuerst zerstört es meine Pokémon und dann lässt es sich nicht fangen. Das ist ja die größte Frechheit. Hallo. Hast du Pokémon? Ja, du hast Pokémon. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns kämpfen! Damit ich überhaupt einen guten Tag habe. Relaxo wollte jetzt schon nicht gegen mich kämpfen. Also, kämpfe ich dieses kleine fette Ente. Rada. Rada da da. Da 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 da. So, Rasierblatt, Biefste, einmal töten. Menschen, diese Route ist ziemlich lange, aber nicht so lange im Gegensatz zu der gegenseitigen Route, die zur nächsten Arena führt, natürlich zum 5. Arena-Orden. Ich werde diesen Weg jetzt in Zeitraffer machen, damit es nicht zu lange die Folge dauert. Aber ich werde es ja sehen. Da ja so viele Pokémon drinnen sind. Und dieses Pokémon unbedingt ja klopfen muss. Blümchen. So, jetzt kommt die Zeit dafür. Thank you.
Traumauto, für dies hast du dich aber selbst übertroffen. Du bist jetzt ein wunderschönes Hypno mit einer Nase wie Mr. Burns. Ich nenne dich jetzt Mr. Burns. Du bist mein Mr. Burns. Läuft man einen Hypno über den Weg, sollte man wegsehen, da es andere mit der Pendel in seine Hand hypnotisieren kann. Okay, du bist einmal gefährlich. Und weiter geht's mit der Zeitraffe. So Leute, ich glaube, das war's mal für heute mit der Folge Pokémon Let's Go Evoli. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bewertet es auf jeden Fall mit einem Daumen hoch. Und wenn ihr mehr sehen wollt und keine Folge verpassen wollt, abonniert mich am besten. Dann halt, bis zum nächsten Mal wieder.